damit willkommen zu diesem neuen YouTube-Video. Heute wird es mal extrem unangenehm, aber nicht für euch, sondern für mich. Denn wir werden uns heute mal mein allererstes Stumble Guys-Video anschauen. Und ja, ihr seht im Hintergrund, ich bin hier gerade auf meinem YouTube-Kanal. Und ja, ihr seht, ich mache ja schon relativ lange Stumble Guys. Komme ich auch unter anderem auch mal andere Videos, zum Beispiel Minecraft, Roblox, Fortnite, etc. Aber ihr wisst, Leute, hauptsächlich bringe ich ja sehr viel Stumble Guys. Und ich habe mir gedacht, wenn wir einfach mal meinen Kanal analysieren und hier ganz nach unten scrollen, schreibt an der Stelle gerne mal in die Kommentare, was denkt ihr, wie lange mache ich schon Stumble Guys? Das Ganze werden wir gleich sehen, denn ihr seht, wir sind hier unten bei meinem allerersten Stumble Guys Video angekommen. Ihr seht ganz unten hier, ich kaufe den neuen 100 Euro Special Skin in Stumble Guys, in Klammern extrem selten, ne? Das Ganze ist 8 Monate her. Also an der Stelle schreibt mal in die Kommentare, lag die richtig? Und ja, ansonsten, bevor wir uns das Ganze anschauen, Leute, lasst natürlich gerne ein Like da. Schaffen wir 5000 Likes auf das Video, deswegen smasht jetzt alle mal den Like-Button, ne? Und ja, ihr seht, Leute, das Ganze ist 8 Monate her. Davor habe ich so andere Videos gemacht, so Reactions, Ome TV und so ein Stuff hier, ihr seht ja. Und ja, dann kam mein allererstes Stumble Guys Video. Ihr seht auch das Thumbnail, minus 100 Euro. Ich glaube, da habe ich meinen ersten Special Skin gezogen, steht hier auch im Titel. Ich würde sagen, wir gehen rein in das Video und schauen uns das Ganze mal an, Leute. Let's go! So, Leute, wir sind jetzt im Video und ich bin sehr, sehr gespannt darauf. Ich meine, das Ganze ist jetzt ein Dreivierteljahr alt. Ja, mal schauen, was sich so verändert hat. Ich bin sehr gespannt. Vor allem auch, wie ich gespielt habe, wie gut ich war. Und deswegen, das Ganze wird sehr, sehr interessant. Deswegen bleibt bis zum Ende dran. Ich würde sagen, wir gehen ins Video rein und ich hoffe mal, es wird nicht zu sehr unangenehm. 3, 2, 1, wir starten. Yo, Freunde, was geht ab? Und damit, Leute, herzlich willkommen zu diesem erneuten YouTube-Video. Ja, Freunde, ihr seht schon, wir zocken. Okay, wir stoppen mal ganz kurz. Also ihr seht, das Intro hat sich nicht viel verändert. Yo, Freunde, was geht ab? Oder irgendwie so, habe ich ja gerade gesagt. Und dann hier lustige Edit von meinem Cutter auf jeden Fall. Da bin ich in so den Stumble Guys Kopf rein editiert worden. Heute mal ein komplett anderes Game. Ich denke, die meisten von euch werden es kennen oder werden es vielleicht auch selber zocken. Das Ganze heißt Stumble Guys. Ja, okay, da habe ich gerade das erste Mal gezockt. Da habe ich den Begriff das allererste Mal gehört, Stumble Guys. Und ja, das Ganze war mir ein bisschen Neuland. Deswegen, ich würde sagen, wir schauen mal weiter, mal gucken, was ich dazu gesagt habe. Ist so ein bisschen wie Fall Guys. Ist so ein bisschen wie Fall Guys. Perfekt. Rein. Und deswegen, Freunde, zocken wir heute gemeinsam eine Runde Stumble Guys. Schreibt auf jeden Fall mal gerne in die Ja, okay, jetzt geht doch mal ins Spiel rein. Jetzt red nicht so viel. Kommentare, wer von euch das Spiel schon zockt oder ja, auf dem PC oder auf dem Handy zockt, weil das Ja, das war halt auch so krass im Vergleich zu Fall Guys. Man kann ja Stumble Guys auf PC und auf Handy zocken, weshalb wahrscheinlich auch Stumble Guys. Nein, Freunde, ich hab's gerade runtergeladen. Ich habe auch hier. Oh, okay, okay, jetzt, Leute, jetzt ist es soweit. Wir sind das erste Mal in-game. Meine Cam hatte ich sogar zu der Zeit noch rechts, ne? Auch irgendwie verungewohnt. Aber ja, Leute, ich schau mal weiter. Richtigen Name, wir heißen Player irgendwas. Ich würde sagen, Freunde, das Null Trophäen, gar nichts. Wie kann ich meinen Namen ändern? Wir schauen einfach mal. So. Oha. Leute, das müsst ihr euch vorstellen, habe mir gerade einen Account erstellt, habe gerade das erste Mal meinen Namen geändert. Also ihr seht, da steht noch kostenlos, da habe ich gerade das erste Mal meinen Namen geändert. So, dann würde ich sagen, Freunde, nennen wir uns Lumex. So. Und er, ich habe doch nicht mal Stumble Guys gebracht, den haben wir einfach trotzdem schon vergeben. Unnormal funny, habe ich gar nicht gecheckt. Nein, Freunde, wir nennen uns, das hat safe noch keiner, wir nennen uns Real Lumex. So. Wie, Mann, das ging, Freunde. Ja, oha, stimmt, das war mein allererster Name, Real Lumex, den habe ich mittlerweile gar nicht mehr, schade eigentlich. Danke, haben wir auch schon mal unseren Namen, der ging auf jeden Fall, aber krass, Lumex ging einfach nicht, hat einfach schon jemand gestiert, Kuss geht raus. Ich habe wirklich gar keinen. Mal, ganz kurz, was habe ich mir eigentlich gedacht? Meinem komischen Regenbogen-Hintergrund da. Was ist das eigentlich? Also, ihr seht es mal ganz kurz im Vergleich zum jetzigen Hintergrund eingeblendet. So sieht das Ganze mittlerweile aus und, keine Ahnung, das triggert mich gerade voll, dieser Regenbogen-Hintergrund da. Ich schwöre, was habe ich mir dabei gedacht? Plan von dem Game, Freunde. Ich weiß nur, ich habe hier einen Controller rausgesucht. Ich habe gesehen, man kann es mit... Warte, stimmt! Oh mein Gott, Leute, habt ihr gerade gesehen? Controller zocken? So, Freunde, ich will... Ja, ihr seht doch unten rechts das A, ne? Ich habe damals tatsächlich angefangen, auf Controller zu zocken, ne? Die ersten paar Videos habe ich auf Controller gemacht. Das ist ein Riesenunterschied, ne? Boah, krass. Sagen wir, schauen uns das Spiel... Also schreibt mal in die Kommentare, wusstet ihr, dass ich am Anfang auf Controller gezockt habe? LOL. Hier erstmal ganz kurz an. Ich sehe auf jeden Fall kostenlose Preise, das schaut gut aus. Hier, komm, direkt erstmal kostenlos. LOL. Ah, okay, nice. Mittlerweile mache ich ja gar keine Freespins mehr auf irgendwie. Komm. Aber damals waren die schon heilig. Komm, gönn. Und? Ich sehe, wir kriegen wahrscheinlich... 5 Juwelen. Keine Ahnung, Freunde, ob das viel ist. Ich kann es euch... Ja, damals wusste ich nicht, ob das viel ist. Mittlerweile weiß man das, aber okay. Sagen. So, aber ich will hier auf jeden Fall... Was ist denn das? Starterpaket. Ich bin wieder der größte Noob. Ich habe gar nichts gerafft. Okay.
was ist das? Also ich würde sagen, Freunde, das sieht doch cool aus. Ich würde sagen, Freunde, wir laden uns direkt mal... Oha, Bruder, ich habe noch keine einzige Runde gespielt, aber natürlich erstmal für 50 Euro Stumble-Tongs kaufen. Man kennt ihn, Digga. Perfekt. 50 Euro hier in ein paar Points auf. So, warte mal, Guthaben aufladen. So, jetzt haben wir uns, was auch immer... Ich schwöre, diese ersten 50 Euro, die haben so geschmerzt, Leute, ne? Weil ihr seht auch gleich noch, ich habe unnormal lange gebraucht für meinen ersten Special-Skin. Guck mal, das für so, ne? Stumble-Tongs heißen die. Okay, Freunde, da haben wir uns jetzt 1300 Stumble-Tongs geholt. Ich habe keine Ahnung, was wir damit jetzt machen. Ich weiß, wir können es mit irgendwelchen Skins freischalten. Und da habe ich auch Bock drauf. Ich sehe, wir können hier epische Skins freischalten. Ich würde sagen, Menge wählen. Was? Bruder, ich hatte noch keine Runde gezockt. Noch keine Runde gespielt, aber direkt am Glücksrad gedreht, ne? Es ist so dumm eigentlich. Was kann man hier machen? Erhalte einen zufälligen Skin mit Seltenheitsgrad episch oder besser. Menge wählen. Ja, wir haben ja 1100 Points. Ich würde sagen, du holen wir uns... Ja, direkt 10 Spins, Bro. Perfekt. Direkt mal 10 Stück von und drehen direkt 10 mal. Ey, auch damals, ne, da gab's ja gefühlt nur noch keine Skins. Da gab's ja gerade mal 4 Special Skins und so, ne? Mittlerweile gibt's ja gefühlt 20 Special Skins. Das ist ja unnormal, was ich da so alles getan hat. Meine Freunde, würde ich sagen, komm, gönn was Nices. Und? Ah. Ich hab keine Ahnung, was gut ist, Freunde. Wir drehen einfach jetzt. 10 Runden, ne? Komm. 10 Runden? Ja. Ey, mittlerweile freut man sich ja gar nicht mehr über so ein Warzenschwein, aber damals war das irgendwie was Besonderes, sage ich euch ehrlich. Ja, legendär, das ist cool. Ja, das Komm, ist cool. Da gibt's doch so richtig krasse. Da gibt's doch so richtig krasse. Also ihr merkt damals, Leute, da wusste man nicht so, was abgeht. Man wusste so, okay, Special Skins sind zwar krass, aber wie gesagt, das war halt so, da war es damals gerade frisch so im Hype, so, ne? Da gibt's doch solche Special Skins. Ja, Komm, Special Skins. Komm, gönn's uns Special Skin, komm. Komm, gönn. Ah! Okay, wir haben nochmal einen epischen Skin. Digga, warte ich will, mal. Ich will so ein Special. Ihr müsst mal auf meine Augen achten, wartet mal. Guckt mal jetzt genau auf meine Augen, wie die sich bewegen so schnell so. Voll komisch irgendwie, schaut mal. Okay, Achtung. Wir haben nochmal einen epischen Skin. Ich will so ein Special Skin, komm. Habt ihr gesehen, wie ich so jeden einzelnen Skin so... Bruder, ich schwör, wie so ein kranker Typ hier auf jeden Skin gegeiert. Oh mein Skin. Gott. Ja. Noch einen epischen, Freunde. Oh, wir waren kurz vom... Wir waren kurz vom Special Skin. Komm schon. Komm, gönn. Gönn. Ich sag euch, Freunde, wir drehen hier so lange, bis wir so ein Special Skin... Also ihr seht, das Video geht ja 20 Minuten. Also ich habe da wirklich sehr lange am Glücksrad gedreht. Komm. Und ich kann euch mal ganz kurz zeigen. Hey, komm schon, gönn. Ich war am Ende dann hier nämlich richtig angepisst, denn ihr seht, Leute, ich hatte nur noch 80 Stumble-Tongs zum Ende. Ich wurde einfach abgezogen, weil ich habe 1300 Stumble-Tongs ausgegeben und nicht einen einzigen Special-Skin gezogen. Ne, ich war so sauer, schaut selber. 50 Euro und... Ist mir sowas von egal. Ist mir sowas von scheißegal. Bro, er kauft einfach direkt wieder. Oh mein Gott. Freunde. Yeah, er kauft einfach neu und dreht weiter. Ja gut, damals war das Glück, hat es auf jeden Fall schon sehr interessant für Herr Lumex. Man sieht's auf jeden Fall. Ich will hier mein Special Skin, Freunde. Ich schwöre, ich war so geil. Wir drehen so lange, bis wir hier einen Special Skin bekommen. Ich war so geil auf mein erstes Special Skin, Leute. Ich glaub gar nicht. Oh mein Gott. Bruder, bitte. Ihr seht, ich hab schon gar keinen Bock mehr. Aber irgendwann kam er, Leute. Irgendwann kam er. Freunde, ich werde in dem Video so mit Minus rausgehen. Ich habe jetzt schon... Ja, ich bin auch mit Minus rausgegangen. Brauche ich nicht viel zu sagen. Also es war kein gutes Geschäft an der Stelle. Das kannst du keinem erzählen, Alter. Also ich glaube, der müsste jetzt dann bald kommen, Leute, der erste Special Skin. Oh mein Gott, ich muss gleich Gott, mal gucken. Digga. Ich war auf jeden Fall sehr sauer. Das müsste jetzt eigentlich gleich kommen. Vier Spins. Warte mal. Vier Spins. Ihr seht, Leute, ich hatte noch 155 Stumble-Tongs. Ich glaube, da hatte ich gerade zum dritten Mal neu aufgeladen. Das waren die letzten vier Spins. Und ich glaube, wenn ich mich recht entsinne, in den letzten vier Spins kam er dann auch. Wir schauen weiter. Spins. Vier Spins. Die letzten vier Spins. Okay, ja, ihr hört selber. Und? Ja! Boom, Junge! Da ist er gewesen, checkt! Ja! Was? Oh mein ja! Gott. Ja! Wir haben ihn! Boom! Also ihr seht, Leute, ich bin unnormal ausgerastet bei meinem ersten Special Skin. Also ich meine, wer ist das nicht? Ihr seid, denke ich, alle ausgerastet, wenn ihr schon mal einen Special Skin gezogen habt. Aber auch so, ne, voll ungewohnt so. Ich habe auch so Chat und so gesagt. Ich war nicht mal live. Ich habe so Video gemacht und ich sag so Chat und so. Also voll lost eigentlich. Aber ich habe mich gefreut. Man hat's gesehen. Boom, boom, boom! Ja, okay, reicht auch.
Leute, das war mein erstes Stubble Guys Video. Was soll ich sagen, ja? Da war er! Wir haben ihn! Ja. Wir haben ihn! Alles gut! Wir haben's! Ja, ihr seht, Leute, 4 Spins und da war er dann. Also ich muss dazu sagen, es war okay, weil Seitai Shogun war jetzt nicht der coolste Special Skin, aber immerhin einer halt so, ne? Ja, wir haben einen Special Skin! Ja. Woo. Vor allem auch damals noch mit das Schäfchen, Leute. Schreibt jetzt mal in die Kommentare, wer kennt das Schäfchen noch, Leute? Ihr seht's rechts, das Schäfchen. Wer das Schäfchen noch kennt, wer wirklich so OG ist, schreibt jetzt mal Hashtag Schäfchen in die Kommentare. Ich werde versuchen, jeden Kommentar zu Herzen, der das schreibt. Weil, Leute, ist wirklich, dieses Schäfchen ist einfach OG damals um mit TV-Zeiten. Wer es noch kennt, schreibt's in die Kommentare. Auf jeden Fall nice, okay. Ich schau weiter. Ich hatte noch 15 Stammbetrunks, wirklich. Also wirklich auf ganz knapp nochmal den Special Skin gezogen. Die Scheiße. Boah, Junge. Alter. Okay, Freunde, ganz wichtig, macht es nicht nach. Ja? Macht es nicht nach. Ihr habt gesehen, lohnt sich null. Ihr habt davon nichts. Man hat ja, nicht. Das ist wichtig aber auch zu erwähnen. Oder erwähne ich auch heute noch, dass ihr sowas nicht nachmachen sollt. Also es ist ja an sich, also es ist nie gut in Videospielen so Geld auszugeben. Also es ist nie gut in Videospielen so Geld auszugeben. Auch gerade so bei so, ich sag mal, Glücksspielen, wo es so von Glück abhängig ist und sowas. Das soll man immer dazu sagen, auf jeden Fall. Die dient ja am Ende auch der Unterhaltung. Das ist ganz wichtig da, ne? Also damals, schon erwähnt, wichtiger Hase. Mal Vorteil am Ende, oder? Das ist doch bestimmt nur Optik, nehme ich mal an. Ja. Und ich habe noch nicht eine Ruhe. Ich habe noch, voila, ich habe noch keine eine Runde gespielt, Hauptsache 100 Euro reingepillt. Emotes. 100 Euro? Ich habe nicht keine Runde gezahlt. So dumm wirklich von mir, so dumm. Dumble Pass gibt's auch noch. Nein, ich kaufe jetzt keinen Battle Pass, Freunde. Ah, da war ich kurz davor, noch den Battle Pass zu kaufen, Leute. Man kennt ihn, perfekt. Wir zocken jetzt eine Runde. Jetzt 100 Euro gerastet für so einen Skin. Nehmen wir in die erste Runde rein, let's go. 100 Euro ausgegeben und dann erst die erste Runde gestartet. Perfekt. Leute, es ist gleich meine allererste Runde, ne? Seid gespannt. Ich bin unnormal drauf gespannt, wie ich gezockt habe. Vor allem, Leute, ich habe hier, ihr habt es ja gesehen, zu der Zeit noch mit Controller hier gezockt, ne? Darf man ja auch nicht vergessen. Deswegen, ich bin ultra gespannt. So, also, ich weiß, es ist so ähnlich wie Fall Guys. Ich bin jetzt aber echt gespannt. So, okay. Jungle Roll! Lol, wie funktioniert das? Was muss ich machen? Ich hab gar keine Ahnung! Lol, okay, ich springe. Kann ich hier... Kann ich auch so Hechtsprung machen und sowas, wie in Fall Guys? Bruder, was mache ich da jetzt, mal ehrlich? Also jetzt im Nachhinein denkt man sich schon so, Bruder, was hast du da eigentlich gemacht, also? Wie mache ich Hechtsprung? Ah, Doppel! Ey, 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 yo! Ich wusste nicht, wie man Hechtsprung macht. 60 Leute können sich qualifizieren. Okay. Gut, ich werde euch mal die Musik ein bisschen lauter machen, Freunde. Hör doch mal auf. Oha, der bleibt vor lange dann so. Okay. Bruder, was? Ich check gerade gar nichts irgendwie. Ich frage mich gerade wirklich nur so, was ich da gemacht habe. Wirklich wie der größte Noob. Ich habe mich ja wirklich dumm angestellt. Also wirklich. Man kann auch Emotes machen. Ah, okay. Wisst ihr wie? Man kann auch Emotes machen. Bisher habe ich hier keinen Vorteil durch meinen Special Skin, Freunde. Ja, Bruder, was hast du auch gedacht? Sag mal, was habe ich da auch gedacht? Ich habe wahrscheinlich gedacht, ich kann ins Fliegen oder so. Also, Bro. Aber wir haben uns qualifiziert. Boom. So muss das. Die nächste Runde. Leute, ich schwör. Ey, aber macht richtig Spaß, das anzugucken. Wirklich, Leute. Also schreibt mal in die Kommentare, für das erste Mal Stumble Guys war es eigentlich ganz okay, oder? Also es hätte schlimmer sein können. Mal gucken, was sich hier ergibt. Lol. Vor allem, Bruder, ich sitze da wieder wie so komplett genervt. Also ich so gar keinen Bock auf das Game irgendwie so, ne? Wie der größte Vollidiot sitze ich da einfach. Guckt euch an, ich habe so gefühlt gar keinen Bock auf gar nichts, Bruder. Oha, okay. Oha, okay. Bro. Okay. Und dann würde ich sagen, let's go. Yo. Oha, ey. Tschüss. Bruder, was habe ich da gemacht? Jetzt mal ehrlich, was war meine Mission? Komm schon. Yo. Aber es ist auf jeden Fall ähnlich wie Fall Guys auf jeden Fall. Okay, ich sage jetzt zum dritten Mal, dass es ähnlich ist wie Fall Guys. Okay. Also das merkt man. Aber okay, wir schauen weiter, Leute. Ist auf jeden Fall daran orientiert, aber ich fühle, dass es ist. Also ich will gleich mal gucken. Ein bisschen einfacher und die Runden sind ein bisschen kürzer. Also ich verstehe, warum das Spiel so gehypt ist. Ich sag's euch ehrlich. Also ich will auf jeden Fall gleich mal gucken, wie so mein erster Sieg aussah. Oder ob ich es überhaupt geschafft habe, so einen Sieg zu holen. Easy. Ja. Bam, Alter. Also Freunde, schreibt mir gerne mal in die Kommentare, ob ihr mehr Bock habt auf Stumble Guys. Ja, und ich glaube, das machen wir auch direkt mal. Wir schauen direkt mal in die Kommentare und gucken mal, ob die Leute Bock hatten auf mehr Stumble Guys. So, zockt ihr auch Stumble Guys? Ja, ja. Du Fall Guys auf Fisch bestellt. Hat 15 Likes, perfekt. So, ansonsten hat man hier auf jeden Fall, das Spiel macht richtig Spaß. Zockt mehr, feier euch übelst. Also man merkt auf jeden Fall, Leute, dass die Leute schon Bock auf Stumble Guys hatten. Also das hat auf jeden Fall sehr schnell Hype generiert, das Spiel. Also wirklich unnormal heftig.
Aber okay, ich bin jetzt gespannt, wie wir uns im Finale schlagen. Ja, im Finale direkt Super Slide. Ey Leute, wirklich, da bin ich jetzt am meisten gespannt drauf. Ihr wisst, mittlerweile macht man ja so Tricks, so hier springen, da springen. Aber wie habe ich meine allererste Runde Super Slide gespielt? Das müssen wir uns jetzt alle ganz genau anschauen. Das gibt's, glaube ich, in Folge gar nicht. Wir schauen mal, was das sein wird, Freunde. So. Okay. Easy. Was habe ich gemacht? Easy. Ich gehe da lang, aber warum mache ich Umweg? Lol. Okay. Was muss ich hier machen? Was ist der was, Sinn? Pass auf jetzt und... Ich erreiche die Ziellinie. Ja, ey, ich schwöre, ich krieg so Aggression jetzt, wenn ich das sehe, ne? Wie ich so gezockt habe. Hier. Lol. Oh mein Gott! Ist das jetzt schon Endgame oder was? Guck mal, ich rutsche einfach so. Sag nicht, ich hole jetzt die erste Runde direkt einen Sieg. Oder was? Ja, was mache ich da? Das tut ja weh beim Zugucken. Hilfe! Ich spring einfach gegen den Hammer. Was mache ich denn da? Und noch ins Loch rein. Oh mein Gott, Bro, was habe ich getan? Hilfe! Oh mein Gott! Oh nein, oh scheiße, ey, ey. Bruder, was mache ich da? Wichtig. Hilfe. Oha, 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 oha. Okay. Komm schon. Und jetzt? Nein, komm, Bro, bitte. Komm. Oh? Ja, es sieht nicht schlecht aus und... Nein. Digga, Bro, was mache ich? Oh mein Gott, was mache ich da? Nein, 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 ey, 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 ey. Nein. Oh, komm, Alter. Ich schwöre, war aber auch echt lost von mir geschmiert. Aber wie gesagt, war meine erste Runde, Leute. Schreibt mal in die Kommentare von 1 bis 10 meine erste Runde Super Slide. Okay, ja, sie war scheiße, aber egal. Ey, wie unlucky. Anfängerglück, Freunde. Guck mal, ich nehme auch gerade Video auf. Ich habe gerade für 100 Euro Spins gemacht, ne? Ich habe für 100 Euro ein einziges Fake-Skin bekommen. Und den habe ich aber auch nur durch diese Extra-Spins bekommen. Oder warum mache ich jetzt auf einmal eine Sprachmemo? Vor allem an wen? Hä? Weil ich habe irgendwie mehrere Duplikate. Diese Duplikate... Ja, aber was mache ich denn da jetzt? Hä? Wenn ich nochmal 4 Extra-Spins machen, dann habe ich irgendwie im vorletzten Spin oder so dann Special-Skin bekommen. Aber für 100 Euro, also das ist, Bruder, tschüss. Also, Freunde, ich habe gerade Flakes eine Sprachmemo geschickt. Ah, lol, okay, an Flakes habe ich eine geschickt. Ich habe das mit Flakes Dummergeist gemacht, okay. Das macht Sinn. Also, Freunde, ich muss heute noch eine Runde gewinnen. Wenn ich keine Runde gewinne, dann werde ich... Ich habe keinen Bock, ich schwöre, ich habe... Weißt du? Scheiße auf. Oh, Leute, geht schon. Was? Was hab ich denn da gesagt? Aber wartet. Neue Runde, neues Finale. Haben wir einen Sieg geholt? Los, tschüss. Wir sehen's gleich. Komm schon. Was dann denkt ihr, Leute? Laser. Das ist meine Endgame, erste oder? Runde Laser Tracer. Ich bin gespannt, Leute. Erste Runde Laser Tracer. Ist das Endgame? Ist das Endgame? Vor allem, ich hatte noch keinen Special Emote, ne? Ich weiß es. Ey, oh mein Gott. Oha. Oha. Ehrlich noch, ne? Ihr seht unten einfach mit Controller gezockt. Heftig, Bro, wirklich. Ey, komm, ich will jetzt nicht drauf gehen. Der Leute, meint ihr wirklich, ich schaffe das Finale? Letzter Gegner! Komm schon! Oh mein Gott, schaffe ich das? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht mehr. Steh auf! Bro, was mache ich da? Oh mein Gott! Bam! Easy! Win! Bam! So einfach geht's! Ja, Leute, da haben wir sogar noch den ersten Sieg geholt. Krass, oder? Wie Lumex hat das Spiel gewonnen. So muss es, Freunde. Genau so und nicht anders. Easy! Nice! Sehr geil. Da haben wir... Direkt einen Sieg geholt, so muss es. Ja, Mann. Ich würde sagen, direkt noch eine Runde hinterher, Freunde. Let's go. Perfekt, da haben wir direkt noch eine Runde hinterher geballert und ich wette mit euch, die Runde habe ich verloren. Wir spoilern ganz kurz. Ja. Okay, tut mir leid. So. Ich habe verloren. War klar an der Stelle aber auch. Okay, Leute. Also ja, Leute, ich würde sagen, das war unsere Reaction auf mein allererstes Dummy-Guys-Video. Wie gesagt, schreibt gerne mal eure Meinung dazu in die Kommentare. Wie fandet ihr das Ganze ansonsten? Lasst auf jeden Fall ein Like und ein Abo da. Und ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns morgen zu einem Video, Leute. Bis dahin, ich bin raus. Ciao.